Herzlich willkommen zum Panel Stage, zur Diskussion auf dem Weg zur Blended University im Rahmen des University Future Festivals. Mein Name ist Frank Ziegele, vom CAE, Zentrum für Hochschulentwicklung und der Hochschule Osnabrück. Ich habe heute die Moderation übernommen, sage gleich noch was über die drei anderen Personen, die hier sind, beginne aber mit einem ganz kurzen Einstieg, um was es hier und heute in unserer Diskussion gehen soll. Ich sehe, die Teilnehmerzahlen laufen noch hoch. Wir haben jetzt gerade die 40 überschritten und das steigt weiter an. Was wollen wir heute diskutieren unter dem Stichwort Blended University? Vor der Pandemie war Digitalisierung in der Regel ja eine technische Anreicherung von Präsenzunterricht. Ja, wir haben angefangen, Strategien zu entwickeln. Es kam die Pandemie. Zum Zeitpunkt der Pandemie wurden alle ins kalte Wasser geworfen, 100% online, ein enormer Kraftakt der Hochschulen, den viele den Hochschulen gar nicht zugetraut haben, aber sie haben ihn gestemmt. So, und jetzt sind wir zwar irgendwie noch mittendrin, aber wir sind insofern in der ausklingenden Pandemie, als dass der Präsenzunterricht zurückgekehrt ist. Und es gibt natürlich, ich weiß, Sie, vielleicht kennen Sie das auch, es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die jetzt sagen, der ganze Mist ist vorbei, wir machen mal wieder alles so wie früher. Es gibt aber ein dominierendes Narrativ, das zurzeit an den Hochschulen erzählt wird. Und das dominierende Narrativ ist, wir wollen lernen aus der Krise. Wir wollen das Beste aus beiden Welten. Ja, wir wollen einen blended way of new learning. Und das Ganze hat auch eine strategische Dimension. Also wir wollen ein Stück weit da auch raus als Universitäten und Fachhochschulen aus dem Einzelkämpfertum. Wir wollen irgendwie einen Weg finden, wie wir in der Zukunft die Mischung aus den besten beider Welten gestalten. Das ist die Grundidee, die viele Hochschulen im Augenblick haben. Die zentrale Frage ist, wie geht das denn jetzt? Ja, wie machen wir das? Wer ist verantwortlich? Ist das eine Sache der Fakultäten? Ist das eine Sache der Universitätsleitung? Was ist die strategische Dimension? Wie verknüpft sich das mit Lehr-Lern-Strategien? Das heißt, auf diesem Weg zu dieser Blended University, wir haben den Begriff einfach mal gewählt, ist die Frage, wohin führt der Weg? Was sind die Schritte auf dem Weg? Wie sollten wir ihn beschreiten? Und das ist das, was wir heute gerne mit Ihnen diskutieren wollen. Wir haben dazu drei fantastische Referentinnen gefunden, die ihre Beispiele, ihre Ideen dazu einbringen. Der Ablauf vielleicht heute, das nur kurz vorweg gesagt, wir werden gleich anfangen mit einer ganz kurzen Frage von mir an alle drei zum Einstieg. Ich gehe dann in die erste Fragerunde, wo ich so ein bisschen nachbohre. Wir wollen dann aber auch so früh wie möglich Ihre Fragen mit einbeziehen. Ja, das heißt, Sie haben den Chat zur Verfügung. Also bitte, Sie haben im Chat haben Sie ja die drei Abteilungen: Chat, Vote und Questions and Answers. Wir haben uns entschieden, wir nutzen hier jetzt einfach nur den Chat, um jetzt nicht zwischen verschiedenen Teilen da hin und her springen zu müssen. Das heißt, bitte fangen Sie auch schon, gegebenenfalls schon jetzt, aber spätestens während der Diskussion mit den Panel-Teilnehmerinnen, fangen Sie an, Ihre Fragen zu notieren und aufzuschreiben. Und wir werden versuchen, vielleicht schaffen wir nicht alle, aber wir werden versuchen, Ihre Fragen auch einzubeziehen und aufzugreifen. So viel vielleicht einfach zum Ablauf. Ich stelle kurz die drei Personen vor, die Sie hier sehen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen dreien, dass Sie an dieser einstündigen Diskussion teilnehmen. Wir haben hier Frau Professorin Susanne Staude. Susanne Staude ist die Präsidentin der Hochschule Ruhr-West seit 2019, war davor Vizepräsidentin Lehre, ist Umweltingenieurin, Professorin für Thermodynamik. Wir haben Herrn Professor Martin Paul. Herr Martin Paul muss ich besonders danken, weil Herr Paul ist gerade seit dem 1. November Rektor der Ruhr-Universität in Bochum, meiner alten Alma Mater. Da freue ich mich total drüber. Und ich freue mich noch mehr drüber, dass Sie trotz dieses, Sie haben wahrscheinlich jetzt Termine Tag und Nacht mit irgendwelchen Leuten, die Sie kennenlernen müssen, und dass Sie trotzdem diese Stunde Zeit gefunden haben, auch am neuen Ort. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es wird aber jetzt nicht um die Ruhr-Universität gehen, sondern wir werden jetzt diskutieren auf den bisherigen Erfahrungen von Herrn Paul als Präsident der Universität Maastricht in den Niederlanden. Das war er 10 Jahre lang.
Und wir wollen so ein bisschen hören über die Erfahrungen aus Maastricht, weil zur Ruhr-Uni können Sie ja noch gar nicht so viel sagen, sondern wir greifen auf die Maastricht-Erfahrung zurück. Herr Paul ist Mediziner mit Stationen in Heidelberg, Harvard, FU Berlin, Charité und so weiter. Last but not least, Stefan Joly, Universität Mainz, Vizepräsident für Studium und Lehre seit 2018, davor Dekan, studierter Germanist, Philosophie, Musikwissenschaft, Professor für Literatur der älteren Epochen, auch viele Stationen, Frankfurt, München, Berlin und andere. Herr Joly war auch bei der, daher kennen wir uns, bei der Peer-to-Peer-Beratung im Rahmen des HFD mit der Uni Mainz als verantwortliche Person dabei. Und wir freuen uns auch, dass Sie hier sind. So viel vielleicht zur kurzen Vorstellung. Ich steige ein in eine ganz kurze, schnelle Einstiegsrunde. Wir machen keine langen Einstiegsstatements, aber ich habe eine Frage für Sie mitgebracht, die ich gerne Ihnen allen dreien stellen möchte. Ich stelle die erstmal Herrn Paul, weil dem habe ich Sie vorhin schon verraten. Dadurch konnte der Sie schon vorbereiten. Dann haben die anderen beiden noch ein bisschen mehr Zeit. Mein Einstieg ist folgender. Stellen Sie mal vor, es erscheint Ihnen eine gute Fee. Und Sie haben folgenden Wunsch frei. Sie haben den Wunsch frei, Sie dürfen sich die ideale Blended University wünschen. Also die beste aller Welten, die jetzt gar nicht unbedingt was mit Maastricht oder Ruhr-West oder Mainz zu tun hat. Wenn Sie mal ganz frei das sich wünschen könnten, wie würden Sie sich eine Blended University mit Fokus auf Aspekt Lehre, wie würden sich die Blended University wünschen? Und gute Feen sind viel beschäftigt, deswegen keine so super lange Antwort, sonst klingt sich die Fee aus und hat keine Lust mehr. Herr Paul. Genau, als Universitätsleitung wäre dann die erste Frage, wieso hat die gute Fee auch Geld im Paket? Nein. Ja, hat sie auch. Universität ist eine Universität, in dem nach einem Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden eben ein System eingeführt wird, das in idealer Weise Präsenzlehre und digitale Methoden verbindet. Und die spannende Frage dabei ist, was wird synchron und was wird asynchron gemacht? Denn traditionell sind wir immer synchron tätig und das ist vielleicht gar nicht das Beste. Okay. Das war kurz, vielen Dank. Ist ein wichtiger Punkt, den wir nachher auch noch mitnehmen. Da werde ich auch nochmal nachhaken, weil wir zu oft das Ganze als Präsenz oder online betrachten, aber diese zweite Dimension, Synchronität, Asynchronität, zu wenig beachten. Also insofern ein wichtiger Aspekt, den wir auch noch weiter vertiefen werden. Frau Staude, was würden Sie sich denn wünschen, wenn die gute Fee erscheint? Ich würde vielleicht den Wunsch von Herrn Paul einfach mal konkretisieren und ergänzen, weil das ist natürlich, das setze ich jetzt mal als sozusagen Gesetz aus. Was heißt das denn dann für mich ganz konkret? Heißt das, dass für mich an der Hochschule vor Ort in Präsenz genau das passiert, was Präsenz braucht? Dass wir hier als Hochschule der Lernort für die Studierenden sind, dass sie hierher kommen, um sich auszutauschen, um Dialog miteinander, untereinander und mit den Lehrenden gemeinsam neues Wissen sich anzueignen und auch gemeinsam zu generieren. Und dass das, was diese Präsenz nicht benötigt, eben dann ins Digitale verlegt wird, um die Präsenz hier an der Hochschule so besonders wertvoll zu machen. Genau. Haben Sie schon mal ein Beispiel für uns, was die Präsenz nicht benötigt? Aus meiner Sicht sehe ich keinen Mehrwert von Vorlesungen mit über 100 Leuten in Präsenz. Okay, also ein Thema, das wir auch nochmal aufgreifen könnten, ist das Ende der Vorlesung eingeläutet. Ich sehe schon ganz viele Daumen nach oben, die hier seitlich vorbeigleiten. Herr Joly, was ist Ihre ideale Welt, die Sie sich von der Fee wünschen würden? Ja, ich würde sagen, eine ganz besonders vielfältige. Was wir brauchen, glaube ich, in Zukunft, sind ganz verschiedene Räume. Von ganz vielen digitalen Einzelarbeitsplätzen, Kleingruppenarbeitsplätzen, kleinen Seminarräumen, großen Seminarräumen. Wahrscheinlich, hoffentlich deutlich weniger größere Hörsäle. Aber ich glaube, wir brauchen sie schon noch, aber hoffentlich weniger. Und all diese Räume, zumindest die Seminargruppen, Arbeitsräume, alle so niederschwellig hybrid, dass ich mit Video-Audio-Technik sofort andere zuschalten kann. Aber diese volle Flexibilität von diesen ganz vielen Arbeitsplätzen, die unsere Studierenden brauchen. Möglichst auf einem Campus viel versammelt, das nebenan die Cafeteria ist und der Sozialraum, aber auch mitten in der Stadt. Das wäre so ein Raumideal. Okay, so dass man quasi immer jeweils den
den besten Ort findet für das jeweilige Bedürfnis, das man gerade in seiner Tätigkeit hat. Okay. Darf ich mal widersprechen, Herr Ziegle? Das ist das Beste für Panel-Diskussionen ist, wenn sich nicht alle einig sind. Ich hatte schon befürchtet, dass sich alle einig sind. Frau Staude, ja, gerne ein Widerspruch. Sie dürfen, das gilt ja für alle drei, ja, wenn Sie irgendwo was rein, ich habe ja noch viele Fragen vorbereitet, aber gerne reinrufen, Frau Staude. Ja, ich möchte mal in Frage stellen, ob es wirklich unser Ziel ist, dass wir immer alles in Hybrid machen. Und ob es nicht auch ein Teil des Aushandlungsprozesses ist, sich darauf zu verständigen, dass man tatsächlich in Präsenz ist oder digital. Und ob es wirklich unser Ziel sein sollte, dass jeder und jede immer für sich ganz persönlich das Beste raussucht. Und ob wir, weil ich befürchte, dann machen wir noch 3 Stufen weiter in die Individualisierung und jeder kümmert sich nur noch das, was mir gerade am besten passt. Und der eine möchte dienstags in Präsenz und der andere mittwochs. Und man trifft sich gar nicht mehr vor Ort in den Gruppen, um wirklich auch gemeinsam in Präsenz oder eben auch nicht in Präsenz, aber sich auch darauf einigen. Und dieser Aushandlungs-Einigungsprozess, geht der uns nicht verloren, wenn wir sagen, jeder kann sich immer für sich persönlich entscheiden, wie er es gerade gerne hätte. Über die persönliche Entscheidung entschwert es gegebenenfalls auch etwas konzeptionell zu gestalten und zu sagen, ich weise den verschiedenen Dingen verschiedene Rollen zu. Herr Jolie, direkt nochmal reagieren. Ja, weiß ich, Paul, wenn Sie dazu auch was haben, auch gerne. Ich höre dem vollständig zu, Frau Staude. Das wäre ein Missverständnis, wenn ich das so gemeint hätte. Diese Einzelarbeitsplätze oder auch Kleingruppenarbeitsplätze sind für diese verschiedenen Selbstlernen, die Möglichkeit geben. Aber natürlich, ich glaube ganz stark daran, das, was Sie sagen, dass wir definierte Räume brauchen, auch den Bitte. Ich kenne es sogar als Literaturwissenschaftler, dass man sagt, jetzt klappt mal alle eure Bücher zu. Jetzt gucken wir mal nicht in den Text, wir reden wirklich nur. In Literatur gibt es aufgeklappte Bücher, klappt mal alle eure Devices zu. Das heißt, ich glaube, dass wir unbedingt dieses Commitment brauchen. In der Tat auch Seminarräume, Übungsräume, wie auch immer. Die müssen dann funktionieren und da ist Präsenz vielleicht ganz wichtig oder auch unersetzlich oder rein präsent. Das mag sein, dass da haben wir vollkommen recht. Ich meinte nur, wir sollten diese Vielfalt haben und wir sollten uns nicht vorstellen, dass wir eine Universität der Homogenität machen. Die Vielfalt wird sich im Gegenteil wahrscheinlich vergrößern. Das wäre ein Ziel. Genau. Herr Jolie, wenn Sie nicht reden, einfach immer muten, weil bei Ihnen sind sehr viele Störgeräusche irgendwie im Hintergrund. Dankeschön. Herr Paul, haben Sie dazu noch einen Punkt zu der Diskussion? Ja, natürlich. Es ist in dem Sinne nicht, dass jeder und jede machen kann, was sie wollen. Man braucht schon einen gewissen Konsens. Was ich finde, was sehr wichtig ist, diesen Konsens natürlich auch zu erzeugen, dass man natürlich auch die, um die es geht, nämlich die Lernenden, die Studierenden in diese Diskussion mit einbezieht. Das haben wir auch gemacht in Maastricht. Und dann entsteht wirklich ein Dialog. Im Übrigen wäre es auch, glaube ich, ganz nett, wenn man Studierende hier bei dieser Diskussion hätte. Das sind ja alles hier Leute aus den höheren Chargen der Universität. Und was da eben rauskam, ist, dass eben die Studierenden schon sehr dran hängen, auch bestimmte Dinge, vor allem da, wo es um direkte Interaktionen geht, direkte Diskussionen sind, dass das auf dem Campus spielt, die sozusagen soziale Komponente des Lernens, die natürlich auch extracurriculäre Elemente hat. Das aber das Thema gerade Vorlesung, die machen wir in Maastricht eigentlich im Prinzip nur noch online und im Wesentlichen asynchron, also nicht sozusagen, dass diese eben in einem anderen Kontext stattfinden. Ich finde eben das Thema asynchron-synchron sehr spannend, was das eigentlich heißt. Das heißt nicht nur, dass man irgendwie eine Vorlesung danach anguckt, man kann auch schon viel vorher machen, vor dem Lernprozess. Und das finde ich halt spannend, darüber Diskussionen zu haben und das weiter zu auszubauen. Ich würde jetzt gern mit Ihnen einmal einsteigen in die besonderen Bedingungen Ihrer jeweiligen Hochschulen. Ja, weil das der Weg ist ja jetzt wahrscheinlich an der HAW anders als an der Uni Maastricht oder der Uni Mainz. Also diese Präzisierung, was bedeutet es jetzt, diesen Blended-Weg zu gehen? Und um vielleicht auch nochmal mit Herrn Paul da direkt weiterzumachen, wo Sie gerade aufgehört haben, die Uni Maastricht ist ja nun Europa oder weltweit bekannt als die Universität, die das Problem-Based Learning erfunden hat, lebt, also das wirklich als Ansatz hat, mit dem Sie weltberühmt sind und sich profiliert und sich positioniert haben. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung, jetzt das Problem-Based Learning mit der Digitalisierung
zusammenzubauen. Und ich weiß, Sie haben da auch ein Projekt, Projekt Advance heißt das, glaube ich, und beschäftigen sich damit oder haben sich, in Ihrem Fall jetzt haben sich beschäftigt damit. Können Sie mal sagen, wie der Weg von Maastricht da aussieht in dieser Verknüpfung mit dem Problem-Based Learning? Ja, genau. Also Maastricht, richtig, Universität, nur Problem-Based. Und Problem-Based Learning ist so ziemlich ganz am anderen des Spektrums von MOOCs, ne? Massive Open Online. Open Online Online ist genau auf der anderen Seite. Und das ist auch eine besondere Herausforderung. Aber wir haben da mit einer ganzen Reihe von Sachen experimentiert. Diese Problem-Based Gruppen sind ja nur 12 Leute. Und 12 Leute mit den neuen Technologien von Online Learning zusammenbringen, geht viel leichter, als das im großen Hörsaal zu machen. Ja? Also insofern, wir machen zum Beispiel mit einem internationalen Global Master of Global Medicine, machen wir diese Lerngruppen und Tutorengruppen mit Studierenden auf 3 Kontinenten und Ähnlichem. Und das ist eigentlich immer besser. Also das geht eigentlich bei PBL ganz gut. Was die spannende Frage ist, was kann man noch machen? Denn ich finde, wir müssen dann wegsagen, wenn wir Digitalisierung der Lehre ist, nur was, dass wir uns dann was auf dem Bildschirm angucken. Was eben sehr wichtig ist, ich weiß nicht, ob Sie kennen, wahrscheinlich auch Erik Masur und diese Leute mit dem Peer-to-Peer-Learning, dass man auch schon mit bestimmten Softwares und Chat-Funktionen, bevor man eigentlich in den Kurs reingeht, sich mit den Studierenden schon interagieren kann, unterhalten kann. Und solche Dinge weiter auszubauen, wie man sozusagen auch auf kleinen Gruppengrößen, die das machen kann, dass man aber auch dann arbeiten kann, das finde ich jetzt eben, was wir in Maastricht sehr intensiv betreuen und was wir nachgehen. Mhm. Also nochmal Ihre Betonung auch, vielleicht ist das ja auch einer der tiefgreifendsten Kulturwandel, die wir haben, dass jetzt durch das, was passiert, Lernen wirklich als Prozess verstanden wird. Ja, das wollten wir irgendwie ja schon immer eigentlich, aber ja. das ist doch das, was Sie auch betonen, was irgendwie vorankommt jetzt bei dem Ganzen. Ein Prozess, der eben aus verschiedenen Phasen und synchronen und asynchronen und verschiedenen Elementen besteht, aber der eben als Prozess gedacht ist. Hm? Ja, und was ich eben wichtig finde, der synchrone Prozess, der wird ja ausschließlich gesteuert durch die Lehrenden. Nicht die Vorlesung ist ja da, wo es die Professorin oder der Professor in den Lehrplan schreibt. Durch das Asynchrone wird auch natürlich den Bedarf der Lernenden mehr Rechnung getragen. Und da kommt die Individualität schon zu Pass, wann es eben am besten ist, wenn man sich bestimmte Dinge und das Wissen nochmal macht. Und das Zweite ist, dass eben die Monopolisierung des Wissens, das müssen wir auch mal realisieren, nicht nur bei den Lehrenden sitzt, sondern es gibt eben Data Mining und andere Dinge. Das muss man eben aktivieren in diesem ganzen Blended-Kontext. Eine ergänzende Frage habe ich noch, und das hat jetzt was zu tun mit der Umsetzung des Ganzen. Vielleicht ist das auch eine Illusion, die in Deutschland besteht über niederländische Universitäten, aber wir haben immer das Bild von niederländischen Universitäten, dass dort doch Lehre auch sehr stark strategisch gesteuert wird. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, bei Ihnen dann Maastricht kann ja auch kein Lehrender irgendwie sagen, Problem-Based Learning geht mich nichts an. Und damit, da habe ich nichts mit am Hut, ich mache irgendwie was ganz anderes. Ja, das heißt, vielleicht ist das auch eine Illusion, die man in Deutschland hat, ich weiß es nicht. Ja. Aber wie kriegen Sie das hin, dass, auch wenn Sie jetzt die Dinge weiterentwickeln, dass die Leute wirklich alle mitmachen und auch sagen, da ist so ein Common Ground, wie wir gute Lehre verstehen in dieser Interaktion, asynchron, synchron und so weiter. Und wir machen da auch alle mit. Wie funktioniert das? Ja, ich glaube, Jolien, Sie waren ja auch mal in Maastricht, wenn ich mich noch recht erinnere. Wir hatten ja mit Mainz auch eine intensive Interaktion. Also es gibt schon Kulturunterschiede. Ich sage immer, der wesentliche Unterschied zwischen Deutschland und Niederlanden ist, dass in Deutschland, wenn ein Präsidium, ein Rektorat einen Beschluss fasst, dann ist das Ende der Diskussion und da beginnt sie gerade in Niederlanden. Ja? Und das heißt, wir gehen natürlich mit all diesen Plänen ausführlich ins Gespräch und versuchen eben dieses Miteinander zu realisieren. Und natürlich ist es so, dass es gewisse Grundregeln sind. Der Vorteil der Universität Maastricht ist einfach, dass sie schon von Tag 1 gebaut wurde als PBL-Universität. Da gingen eigentlich auch nur Leute hin und das immer noch so, die das machen. Das Zweite ist, und das ist nun die Realität, dass die Lehre in den Niederlanden einfach auch besser finanziert ist als in Deutschland. Ja, also wir bekommen ja einen Landeszuschuss für Forschung und einen für Lehre getrennt. Und der wird auch leistungsorientiert vergeben, qualitätsorientiert. Und das kann man eben nicht so eins und eins umsetzen. Und deswegen ist das in den Niederlanden etwas einfacher zu realisieren als in Deutschland. Deswegen habe ich ja gesagt, mit der guten Fee, das kostet natürlich auch Geld, das zu tun.
Und mir fällt eben auf, jetzt gerade auch schon nach 2 Tagen an meiner neuen Universität, dass so zum Beispiel die Lehrbelastung und die Finanzierung der Lehre hier schon eine andere ist. Okay. Ich gehe mal rüber zu Frau Staude. Frau Staude, das ist jetzt eine ganz andere Hochschultyp als die Universität Maastricht, die eine HAW, auch keine riesige, sondern eher eine kleinere in Nordrhein-Westfalen, Ruhr-West. Wir haben mal nachgeguckt, Ihre Strategie beschreiben Sie irgendwie mit Digitalisierung für Individualisierung, Flexibilisierung und Praxisorientierung. Da haben Sie gerade auch schon Sie haben ja gerade auch schon angefangen zu sagen, was gehört für Sie in die Präsenz und in den Online-Teil. Können Sie mal Ihren strategischen Ansatz skizzieren, wie Sie an die Blended University rangehen? Ja, die Strategie, die Sie zitieren, ist natürlich eine, die wir vor Corona geschrieben haben. Und ich glaube, wir haben einfach festgestellt, dass viele Dinge sehr gut funktionieren, die wir in der letzten Zeit gemacht haben. Und immer mal, wie Herr Paul auch schon sagte, ein Teil der Individualisierung ist sicherlich auch, Inhalte asynchron zur Verfügung zu stellen. Und nicht nur Inhalte, sondern eben auch interaktive Elemente, seien es Quiz oder Selbsttests. Wir haben digitale Übungsaufgaben mit Selbstkorrektur, individualisierte, sozusagen automatisierte Aufgaben für Mathematik und Mechanik zum Beispiel, wo die Studierenden einfach auch viel Fertigkeiten einüben müssen. Und dann macht es total Sinn, dass man da zu Hause auch digital unterstützt wird. Was wir jetzt aktuell gerade tun, ist genau das, was wir eben auch schon angesprochen haben, nämlich in so einen Diskussionsprozess zu gehen mit Studierenden und Lehrenden und zu sagen, was ist denn eigentlich unsere Vision von der Lehre der Zukunft? Und wie soll dann die Hochschule eigentlich aussehen? Das ist so ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt ist, dass wir jetzt mit ersten Räumen auch anfangen, die umzugestalten. Das ist das Projekt, was wir gefördert bekommen von der Stiftung Hochschullehre oder Innovation in der Hochschullehre, eben hybride Räume zu bauen, die dann die Lehrenden ausprobieren mit unterschiedlichen Konzepten für hybride Anwendungen. Auch so Dinge wie Virtual Reality in der Lehre. Das ist zum Beispiel was eine Praxisnähe total unterstützen kann, wenn Studierende bei uns in den energietechnischen Studiengängen an virtuellen Solaranlagen ausprobieren, was passiert, wenn ich die Neigung ändere, wie sich dann der Stromeintrag verändert etc. Das sind super Beispiele, das kann ich gar nicht mit einer Klasse von 50 in der Realität machen, so viele Anlagen habe ich gar nicht, das kriege ich gar nicht betreut und nachher machen die was kaputt. Da können dann solche Virtual Reality Aspekte zum Beispiel auch helfen. Oder wir haben auch ein Projekt, wo die Studierenden Maschinenstücke, die sie bauen wollen, bevor die das in die Fräse geben, wird das einmal virtuell gefräst. Und dann kann man feststellen, ob man das tatsächlich so, wie man es konstruiert hat, nachher auch produzieren kann oder ob man da vielleicht die Wege nochmal ändern muss oder das Design nochmal ändern muss. Und das sind so Dinge, die wir versuchen. Und unser Ansatz da aus Hochschulleitungssicht ist im Prinzip den Lehrenden Experimentierräume zu bieten und Möglichkeiten zu bieten, wo sie gemeinsam mit ihren Studierenden Dinge ausprobieren können. Und aus diesen Experimenten dann zu lernen und dann die Ergebnisse quasi in die Hochschule zu transportieren. Dafür haben wir dann zum Beispiel sowas wie den Tag der Lehre, aber auch andere Kommunikationsformate, wo die dann die Lehrenden eben ihre Ergebnisse anderen Lehrenden vorstellen und sich dadurch auch gegenseitig inspirieren. Darf ich da gar was hinzufügen? Also das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und in Maastricht haben wir zum Beispiel ein Modell entwickelt, das heißt AdLab. Das ist praktisch ein experimenteller Raum, wo Lehrende und Lernende zusammenkommen können, um einfach neue Dinge auszuprobieren. Und vor allem von den Studierenden kriegen wir tolle Ideen. Da machen wir mal Hackathons und andere Dinge. Und es geht vor allem, und da stimme ich auch Herrn Juli zu, dass es um nicht one size fits all geht, sondern muss einfach ganz verschiedene Modelle ausprobieren. Und ich fand so eine Struktur, wie Sie sie auch haben, sehr wichtig, dass man die Leute einfach mal kreativ zusammenbringt. Mhm. Ja. Ich wollte noch einen Punkt nachhaken, weil da gab es vorhin, glaube ich, im Chat eine sehr ausgiebige Diskussion über die Frage des hybriden Lernens. Sie haben den Begriff ja gerade auch wieder benutzt, wobei Sie ihn jetzt mit der Virtual Reality in Verbindung gebracht haben. Also dieses
dieses Verständnis von hybridem Lernen im engsten Sinne, also korrigieren Sie mich, wenn ich damit falsch liege, aber im engsten Sinne heißt ja hybrides Lernen, dass wir in einer synchronen Situation sind, in der gleichzeitig Lernende in Präsenz und online lernen. Also dass eben zum Hörsaal jemand zuschalten und ähnliches. Da gab es eine sehr kontroverse oder eigentlich eine sehr negative Diskussion gerade im Chat. Ich habe sowas gelesen wie, gibt es überhaupt irgendjemand, der das gut findet oder so? Oder ist das nicht nur eigentlich eine Notmaßnahme jetzt wegen Corona, wenn halt Leute nicht teilnehmen können? Aber hat das eine langfristige Zukunft im Konzept der Blended University, wenn man hybrid ganz eng denkt? Weiß nicht, Frau Staude, haben Sie dazu oder auch die anderen? Also ich glaube schon, dass das auch eine Zukunft haben kann. Ich glaube aber trotzdem, dass man immer wieder gucken muss, in welchen Settings kann das funktionieren. Und die Frage ist, ob jede Hochschule sich alles vornimmt. Also ich auch das, glaube ich, ist nochmal ein Aspekt. Also das hat ja auch mit, sagen wir mal, für Teilhabe kann das total sinnvoll sein. Ne? Wenn ich parallel meine alte Mutter pflege, dann kann ich nicht zur Hochschule kommen. Dann wäre es total charmant, wenn ich hybrid machen könnte. Nichtsdestotrotz heißt, wenn ich immer nicht dabei bin, bin ich halt auch immer nicht dabei. Also dann ist auch die Lernerfahrung eine andere. Ist das die, die ich haben möchte? Und können die Leute, die in Präsenz da sind, das auffangen? Ich glaube, es gibt Settings, da kann das sehr gut funktionieren. Wir erleben das ja auch in unseren Besprechungen. Also wir machen auch immer mal wieder Besprechungen, wo es hybrid ist und das funktioniert super. Und gleichzeitig stellen wir fest, an manchen Stellen verabreden wir uns gemeinsam dazu. Jetzt sind wir tatsächlich alle Präsenz. Oder wenn wir nicht präsent sein kommen, dann gehen wir alle online, weil das für manche Dinge auch einfacher ist. Und ich glaube, das muss man auch ausprobieren an vielen Stellen, glaube ich. Da kann man gar keine allgemeingültige Antwort zu geben. Und das hängt auch an der digitalen Affinität der Lehrenden und an den Konzepten, die sie dahinter haben. Da kann man gar keine allgemeingültige Antwort für alles geben. Aber es wäre schön, wenn wir unseren Lehrenden und Studierenden Möglichkeiten bieten können, diese Dinge ausprobieren und dann für sich zu erkennen, was funktioniert und was nicht. Ja, wir haben es ausprobiert, wir haben aber, muss ich sagen, leider eher gemischte bis schlechte Erfahrungen damit gemacht, was vor allem daran lag, dass eben eine ganz andere Dynamik entsteht, wenn sie es im Saal verfolgen und auf dem Schirm. Und sind da eigentlich bei der engeren Definition von Hybrid eher wieder ein bisschen abgekommen. Was wir noch machen, dass wir sagen, die Dozentinnen, die Lehrenden, die sind auf dem Schirm und die anderen sind im Saal oder umgekehrt. Also dass man, also aber diese Mischung, meistens hat man dann auch fast technologische Probleme und das führt zu Verzögerungen. Also da muss man, glaube ich, nochmal gucken, was ist vielleicht die beste Plattform sowas. Also da bin ich noch nicht so von überzeugt. Also wir haben da nicht sehr gemischte Erfahrungen mit. Okay, Herr Jolies ist wieder da. Sie gibt dazu auch noch was und dann würde ich gerne auch nochmal vertiefen, was jetzt der Mainzer Weg ist. Weil Mainz bekennt sich ja dazu, eine Präsenzuniversität zu sein. Ich glaube, das so wie ich das verstanden habe, jetzt auch in der Zeit nach Corona, Sie transportieren jetzt die Message. Ich glaube, irgendwie so ungefähr gesagt, wir sind eine Präsenzuniversität, die dann digitale Methoden benutzt, wenn sie Mehrwert stiften oder so ähnlich, glaube ich, ist ihr Leitsatz. Also gerne jetzt nochmal zu der Frage, die wir gerade haben, zum hybriden Lernen, aber dann auch im zweiten Schritt Mainz. Wie sieht das bei Ihnen aus? Was ist Ihr Weg in die Blended University? Gut, ja, danke. Bin ich gut zu hören jetzt? Ist das mit dem Mikrofon besser? Dankeschön. Eben wurde das Netzwerk ist zusammengebrochen, hier in Berlin. Ja, also zum Hybriden. Es ist mit dem Blended und Hybriden. Wir hatten diese Diskussion jetzt seit anderthalb Jahren eigentlich über die Terminologie. Ich finde es sehr schwierig, denn im Grunde finde ich diese Vorstellung überhaupt, zum Beispiel auch dieses Terminus Blended University, deshalb seltsam. An Blended kommt ja, also denken wir an Whisky oder was ist Blended? Also ursprünglich zwei verschiedene Rebsorten oder zwei verschiedene Whisky-Sorten oder Weinstück, diese werden zusammengemischt und die sind aber eigentlich getrennt. Diese Vorstellung ist ja seltsam, denn das hieße ja, dass wir medial eine reine Mündlichkeitsuniversität gewesen wären. Das stimmt, wir haben schon seit ein paar hundert Jahren Bibliotheken und Bücher. Insofern sind wir schon immer eine Blended University, weil wir
Heidegger schon immer gesagt haben, lest was vorher, hinterher, dazwischendurch, gleichzeitig diskutiert darüber und so weiter. Das war ja schon aufgeblendet. Also es geht hier um bestimmte mediale Möglichkeiten und jetzt natürlich unglaublich erweiterte, mit fantastischen Möglichkeiten erweiterte Medialisierung von dem, was wir einen Bildungsprozess nennen. Und wenn Sie vorhin gesagt haben, die Universität Mainz, um jetzt die Überleitung zu kriegen, Sie haben das so schön gesagt, wir bekennen uns zur Präsenzuniversität mit dem Argument, wir nehmen genau dann Digitalität hinzu, wenn es etwas besser macht. Und da würde ich sagen, ich hoffe, dem stimmen allen zu, nämlich, dass niemand etwas dazu nimmt, wenn Digitalität etwas schlechter macht. Dass es dann bitte nicht getan wird, etwas schlechter zu machen. Ich glaube, im Kern muss doch die Frage stehen, was ist unser Ziel, was ist gute Lehre? Wir hatten heute Morgen schon von Herrn Viada, dass die großen Aufruf dazu ist, wirklich immer wieder intensiv darüber Gedanken zu machen. Und das ist sehr fachspezifisch, das ist sehr hochschultypisch spezifisch. Ja, da haben HAW und gewisse Universitäten, haben dann nicht unbedingt deckungsgleich, muss es nicht sein, soll es nicht sein, die Fakultäten nicht und die einzelnen Lehrenden auch nicht. Das heißt, es sind jeweils die Möglichkeiten zu schaffen, um möglichst das Beste zu erreichen, was wir erreichen wollen in unseren Bildungszielen. Und dazu gehören die Studierenden ganz sicherlich viel mehr in den Blick genommen, viel mehr als Co-Creator von gutem Lernen hineingenommen. Ich glaube, das ist die wichtige Botschaft. Ich würde ungern irgendwelche Maßstabe von Gleichgewicht hier, so viel Digitalität, so viel Präsenz, als ob das ein Widerspruch wäre. Nein, es ist kein Widerspruch, das gehört sowieso zusammen. Ich würde gerne nochmal nachhaken bei der Frage, bei all dem, was Sie jetzt erläutert haben, das ist jetzt vorhin, ich glaube, Herr Paul hat gesagt, wir haben ja keine Studenten dabei, das ist jetzt gezielt eine Runde von Hochschulleitungen, ja, weil wir ja auch Ihre Perspektive als Hochschulleitung hören wollen. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr erfahren über die Rolle der Hochschulleitung in dem Ganzen. Ich will vielleicht auf einen, weiß ich, so ein kleiner Widerspruch oder ein Trade-off, den ich gesehen habe in Ihren Antworten. Sie sagen ja einerseits, glaube ich, waren sich alle einig, wir wollen da bottom-up entwickeln. Ja, wir brauchen die Kreativität, wir machen irgendwelche Labs, wo das dann ausprobiert wird. Und wollen das entwickeln. Und Frau Staude hat gesagt, und wir wollen das dann, die Erfahrungen nutzen, indem wir sie dann verbreiten und andere daran teilhaben lassen. Irgendjemand hat aber auch gesagt, wir können ja aber auch als Uni oder HAW nicht alles gleichzeitig machen und auch nicht alles gleichzeitig finanzieren. Das heißt, Sie müssen als Hochschulleitung dann ja auch wieder Prioritäten setzen und sagen, bestimmte Technologien haben wir und andere nicht und das korrespondiert mit unserer gemeinsamen Vorstellung. Also können Sie noch mal was sagen, das richtet sich, glaube ich, vielleicht erst an Herrn Scholli, aber dann auch an die anderen, über diesen Gegenstromprozess. Ja, wo ist die Verantwortung, zentral, dezentral, plus natürlich in einer Universität wie Mainz haben ja auch die Fakultäten natürlich noch eine ganz starke Rolle in dem Spiel, an einer großen Volluniversität, an einer kleinen HAW vielleicht weniger. Also Herr Scholli, diese Verantwortungen, sich auf so einen strategischen Weg zu bewegen, wo sind da die Rollen der Akteure? Genau, also ich meine, Sie haben das Wort schon genannt, Gegenstrom, das ist das Stichwort, wie wäre das auszugestalten? Und das ist sozusagen die hohe tägliche Kunst der Hochschulleitung, aber auch natürlich der einzelnen Lernenden, wie auch Studierenden, wie bringe ich mich ein in diesen Prozess? Als Hochschulleitung, glaube ich, kann man in einer Universität deutschen Typus, nach deutschem Rechtssystem, die ich auch da wirklich verteidigen möchte, weil es für uns gut so ist, hat man da die Möglichkeit, Rahmenbedingungen zu setzen, zu ermöglichen einerseits. Das ist ganz wichtig. Also tatsächlich Geld in die Hand zu nehmen. Das heißt immer, es irgendwo nicht in die Hand zu nehmen, eine Priorität zu setzen, sagen, nicht hier zu investieren, sondern da. Jetzt zum Beispiel noch ein paar Seminarräume wirklich als hybride Räume zu ermöglichen. Ohne Zwang, wer die wie benutzt, aber zu ermöglichen, das bereitzustellen und dann zu incentivieren, also Anreize zu schaffen, Freiräume zu schaffen in den Rahmenbedingungen. Und das hat mit Geld und das hat in dem Fall, weil es jetzt immer, Geld ist immer etwas, was zu knapp ist, immer mit Prioritätensetzungen zu tun. Wo tue ich es hin? Wo nehme ich es dafür? Also nicht weg oder tue ich es nicht hin auf jeden Fall. Nur so geht es. Und dann muss es sozusagen selbstverständlich kommen, von der Universität selbst, als Hochschulleitung sehe ich mich immer dabei, sage nicht, ich bin die Universität selbst gerade nicht, sondern das ist sozusagen, sind die Lehrenden und die Studierenden mit ihren Studierenden in den Fakultäten, die es leisten
müssen. Und wir ermöglichen das. Okay. Gibt es da noch andere, sehen Sie das genauso, Frau Staude, Herr Paul, oder gibt es da noch andere Facetten in diesem Gegenstromprozess, die Ihnen wichtig sind? Also wir bei uns haben im Prinzip so zwei Gedanken. Also das eine, was Herr Jolie sagt, ne, bestimmte Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, wo man Dinge ausprobieren kann, wo man bestimmte Sachen eben auch technisch machen kann. Gleichzeitig, zumindest bei uns, ist der technische Support zentralisiert. Das heißt, wir müssen auch immer gucken, wenn wir Zeug kaufen, muss es ja auch supported sein. Gerade, sagen wir mal, die nicht so affinen Lehrenden, technikaffinen Lehrenden müssen in der Lage sein, jemanden zu haben, der sie dabei unterstützt. Und es muss ja auch in 2 Jahren noch laufen. Also wir müssen ja auch Systeme haben, die dann irgendjemand up-to-date hält, der sicherstellt, dass die Updates gefahren werden, dass die Kompatibilität zu den anderen Systemen gegeben ist, etc., etc. Das heißt, wir schauen schon auch, was sind so die Ideen und Bedarfe unserer Lehrenden und gucken dann, wo sehen wir, sag ich jetzt mal, und wenn ich sage wir, dann ist das unser E-Learning-Team, wo sehen Sie technische Probleme oder Herausforderungen, vielleicht auch mediendidaktische Überlegungen, die damit einfließen, und Sie gucken, sehen wir, ob es andere Personen gibt, die diese Systeme auch benutzen wollen würden. Und das sind dann die wir eben auch zentral anschaffen und bereitstellen, wo diese Fragen quasi bejaht werden. Also dieses große Thema auch nochmal der Servicestrukturen, die natürlich ja auch eine Rolle spielen. Das ist essentiell, sonst funktioniert es nicht. Wenn es keine Servicestrukturen gibt, dann verpufft das. Dann gibt es einzelne, vielleicht bei uns sind das vielleicht die Informatiker und 1-2 Maschinenbauer, die machen da super tolle Sachen und der Rest wird abgehängt. Das heißt, wir brauchen immer auch die Servicestrukturen dahinter. Herr Paul, dazu noch eine Facette? Ja, also die Rolle der Universitätsleitung ist ja angesprochen, die ist in Niederlanden gar nicht so viel anders als in Deutschland. Also für mich gab es da eben eine ganz interessante Erfahrung. Als eben die Pandemie kam und zuschlug, da musste die Universitätsleitung wirklich alleine entscheiden, weil es wirklich über Nacht gehen musste. Da haben wir auch ein Mandat dazu gegeben. Jetzt eben das Spannende, dass wir natürlich jetzt nach dieser, sage ich mal, Schockerfahrung in der Tat jetzt den Prozess wieder eingehen. Die Rolle der Universitätsleitung ist, hier den Rahmen zu setzen, am Ende auch natürlich die Unterschrift runterzusetzen und dafür zu sorgen, dass in einem ja dialogischen Prozess eben dann noch entscheidend wird, wo wird mit was, mit welchem Geld investiert. Und ich denke, ich glaube, wir sitzen alle in dem Boot, dass wir uns natürlich gerade intensiv in unseren Einrichtungen, ob das nun Maastricht, Bochum oder in Mainz ist, natürlich mit der universitären Gemeinschaft darüber unterhalten müssen, wo wir Prioritäten setzen. Das heißt eben auch dann manche Dinge eben nicht zu tun. Ich würde jetzt gerne mal noch einen Blick werfen auf die Fragen, die im Chat eingegangen sind. Und Mein Kollege Julius Friedrich beim CAE, der Projektleiter HFD beim CAE, hat den Blick auf den Chat geworfen, weil da manche Sachen rauschten da sehr schnell durch, so dass man die nicht gleichzeitig moderieren und die alle sehen kann. Herr Friedrich, was haben wir denn noch so an Fragenkomplexen, die diskutiert wurden, die wir hier nochmal einstreuen sollten? Ja, also erstmal muss ich sagen, ich war auch erschlagen, selbst sozusagen beim Nicht-Moderieren und Chatverfolgen. Vielen Dank für die vielen Anmerkungen. Ich glaube, es gab eine muntere Diskussion zum Thema hybride Lehre und teilweise auch Antworten und was die Leute darunter verstehen. Es gab so ein paar Meinungen, also so ein bisschen so die Stoßrichtung, also wofür eigentlich, welches Format, und da gab es so ein bisschen die Stoßrichtung asynchron-digital, lass uns da doch Wissensvermittlung machen, und synchron-Präsenz, irgendwie diskursive Formate. Da gab es auch so ein Schlagwort vor Ort, irgendwie als Quality-Time für den Austausch nutzen, war eine Meinung. Dann so eine Meinung, Blended University, ist das nicht irgendwie am Ende des Tages mehr als nur Lehre, sondern auch Verwaltung, Support, Organisation. Dann gab es noch einen Wunsch an die Fee nach mehr Personal. Und es gab noch eine Zustimmung an Frau Staude mit zu der Fragestellung, ist die Vorlesung mit über 100 Leuten eigentlich noch zeitgemäß? Und dann gab es, sage ich mal, so ein buntes Potpourri aus noch Fragen. So ein bisschen die Frage der Personalentwicklung für eine Blended University. Also was bedeutet das eigentlich? Auch so Thema neue Personalstrukturen. Dann auch so eine Frage, wie gewinnen wir am Ende des Tages eigentlich Lehrende? Irgendwie neue Formate zu machen.
Und dann auch die Frage so ein bisschen in die Richtung, was ist eigentlich mit Open Educational Resources? Also ist das irgendwie am Ende des Tages Bestandteil von so einer Blended University selbstverständlich? Und was ist eigentlich die Rolle der Hochschulleitung bei dem Thema? Und dann nochmal zur Vorlesung, da gab es auch nochmal so ein bisschen die nette Spitze in dahingehend, dass davon geredet wurde, dass es ja auch eine Motivation durch Anwesenheit anderer gibt und so eine Vorlesung ja auch einen gewissen Gruppenzwang hat, ob das nicht ein Vorteil der Vorlesung ist. So, das war so ein bisschen im Versuch der Verdichtung, was da im Chat passiert ist. Mhm. Vielleicht okay. Kann ich zu dem letzten Punkt direkt mal was sagen, weil das unsere Studierenden auch berichten. Was ich jetzt als Lehrende erstmal eine etwas skurriles Erkenntnis finde, wenn man darüber nachdenkt, aber jetzt gerade für uns als Hochschule im Ruhrgebiet mit einem ganz hohen Anteil an Studierenden aus Erstakademikerhäusern, also First Generation, ne? First Generation, so, Nicht-Akademikerhäusern, so. Ich glaube, dass das Vor-Ort-Sein an der Hochschule einfach auch ganz viel der akademischen Integration dient. Und natürlich ist da auch die Vorlesung, weil sie als solche bekannt ist, auch ein Ort, wo diese akademische Integration auch stattfindet. Das heißt aber nicht, dass sie da stattfinden muss. Das heißt, wenn wir uns andere Formate überlegen, die wir geschickter in Präsenz machen, dann glaube ich, kriegt man auch die Studierenden dazu, sich diese Wissensaneignung über ein Video oder über ein Buch oder ein Skript oder ich weiß nicht was, auch außerhalb der Vorlesung hinzukriegen. Nur unsere Studierenden, das sehen wir auch ganz stark, die brauchen einfach dieses, aha, ich bin jetzt Student oder Studentin, das bedeutet, ich komme an die Hochschule. Und da sind andere Studentinnen und Studenten. Und das sind nicht meine Freunde aus dem Sportverein, die alle eine Lehre machen und ganz andere Leben haben und nach Hause kommen, dann haben die Feierabend. Und diese Integration, die hat was mit Präsenz zu tun. Und deswegen ist Präsenz gerade für unsere Studierenden so wahnsinnig wichtig. Muss aber meines Erachtens nicht deswegen die Vorlesung sein. Präsenz heißt nicht automatisch Vorlesung. Das glaube ich, kann es ja so sein, aber es heißt nicht automatisch Vorlesung. Ich finde diese soziale Komponente, die Campus-Erfahrung, das ist auch was mit den Befragungen unserer Studierenden, das ist mal das Allerwichtigste. Und dann muss man gucken, wie kann man da eigentlich Qualität hineinbringen. Genau. Und da gibt es verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Ich würde auch gern nochmal betonen, dass diese Integration, soziale, akademische Integration ist auch soziale Integration, das auch. Und ich glaube aber auch, wenn man es sehr, sehr fokussiert betrachtet auf das, wie funktioniert, wie kommt Wissen, wie kommen Kompetenzen, wie kommen Fähigkeiten, wie kommt das, was wir vermitteln will, wie kommt das in die Köpfe anderer jeweils in der Kommunikation, dann glaube ich, also die Bildungsforschung, glaube ich, sagt uns schon sehr deutlich, dass es nicht nur in formalisierten Lernsettings, sondern gerade diese informellen Settings wahnsinnig wichtig sind. Sie haben das eben gesagt, gerade auch von bestimmten Herkünften Ihrer Studierenden, die relativ typisch für eine HAW sind, die sind an der Universität vielleicht typisch anders. Ich rede mal von mir und zwar noch einer anderen Generation, ja, geistwissenschaftliche Fakultät, das ist sehr, alles höheres Bildungsniveau, die Familien, also ich selbst gar nicht mal, aber vieles ganz anders und trotzdem würde ich behaupten, dass meine akademische Integration auch schon damals, wie auch heute noch dadurch stattfindet, dass man auch in der Vorlesung zusammensitzt, zu tuscheln beginnt, ob es über die Goethe-Vorlesung ist oder ob es über das Gedicht von so und so ist, man beginnt da zu reden, man geht hinterher Kaffee trinken und so weiter und das ist das Soziale und das ist aber auch das Inhaltliche. Der wissenschaftliche Diskurs, die selbstreflexive und reflexive Auseinandersetzung mit den Gegenständen ist ja sehr viel mehr als da sitzen. Das fängt bei ganz harten technischen Faktenwissen an, bis hin zu philosophischen Fragen und trotzdem ist es in der ganzen Spanne. Das Informelle ist wahnsinnig wichtig und da brauchen wir ganz viel Präsenz, glaube ich, nach wie vor. Da haben wir aber auch digitale Möglichkeiten. Ich würde die gar nicht leugnen wollen. Ich würde nur sagen, ja, da ist Präsenz wirklich wichtig nach wie vor. Ich finde, es gibt Unterschiede zwischen den Disziplinen hierbei. Ich habe Medizin studiert, da sitzen 350 Leute im Hörsaal. Das ist da nicht so sozial interaktiv. Ich finde, eine wichtige Lesson learned aus dem, was Sie jetzt gerade diskutiert haben oder aber auch schon Dinge, die wir vorher diskutiert haben. Herr Jolie hat ja gesagt, blended irgendwie, also wir wollten auch nicht jetzt so tun, als wäre das jetzt die Neuerfindung der Universität, dass sie jetzt plötzlich irgendwas blend, irgendwas mischt. Aber was ich spannend finde, ist, Sie haben jetzt
mehrere Dimensionen genannt, die diese Frage von guter Mischung oder guter Balance bestimmen. Also das ist eben diese, die wir sonst immer diskutieren, Online-Präsenz, aber es war, kam vorhin das Synchron-Asynchron und es kam jetzt noch das formelle und informelle Lernen. Ja, das heißt also Lernprozesse, die sich prozesshaft vollziehen, versuchen ja ganz viele Dinge auszutarieren. Und das, ich habe das, also das ist ein, ich versuche immer zwischendurch immer so ein paar Lessons learned festzuhalten, aber das habe ich jetzt mitgenommen aus Ihrer Diskussion, dass wenn wir immer nur diskutieren über Online oder Präsenz, denken wir zu eindimensional, ja, sondern das sind viel mehr Dimensionen, die dieses, diese Balance und diese Gewichtung ausmachen. Das nur vielleicht dazu. Ich würde gerne noch die anderen Punkte auch, die Herr Friedrich gerade noch eingebracht hat oder ein paar davon, der Aspekt Personalentwicklung, Personalstruktur, das ist natürlich jetzt auch ein Thema für Hochschulleitungen, ja, weil sie im Zweifelsfall dafür Ressourcen, Konzepte, was auch immer schaffen müssen. In den Niederlanden gibt es ja sowas wie einen Lehrführerschein für alle Lehrenden an Universitäten. Aber auch Personalstruktur, ja, was für neue Beschäftigungstypen brauchen wir? Wie gestalten Sie das an Ihren Hochschulen, das Thema Personalentwicklung, Personalstruktur für die neue Welt, das blendet? Wer möchte? Ich glaube mal, der nullte Schritt mit dem Lehrführerschein, das klingt schon furchtbar, aber ich glaube, zunächst mal geht es darum, dass man auch an Universitäten ein allgemeines Gefühl, auch durch Hochschulleitung, der Wertschätzung für Lehre entwickeln muss und auch gute Lehre belohnen muss. Und das tut man nicht durch Preisausschreiben oder Ähnliches unserer Sicht, sondern wir haben in Maastricht vor einigen Jahren neben dem Principal Investigator, der Forschung macht oder die Forschung macht, auch einen Principal Educator eingeführt als Position, als Karriereoption. Und dann gewinnt man auch Menschen dafür, sich dafür engagieren. Und mit diesem System EdLab haben wir auch eine Struktur geschaffen, wo die eben ihre Kreativität lassen. Dann spricht man an. Das ist, glaube ich, das Entscheidendere jetzt als Führerschein und Ähnliches. Kurze Nachfrage. Haben Sie das mit dem Principal Educator geschafft, im akademischen Wertesystem da eine Gleichheit zum Principal Investigator herzustellen, also auch in dem der Reputation? Ja, ja. Und wir regen die natürlich an, auch dass diese Principal Educators eben es nicht eben die Leute sind, es gibt ja immer dieses Zerrbild, wer in der Forschung nicht gut ist, muss er Lehre machen, ja, ohne dass man dazu dann vielleicht besonders begabt ist, sondern dass man auch gesagt hat, dass diese Principal Educators natürlich auch sich mit Lehrforschung befassen. Und da gibt es unglaublich viel zu tun. Evidenz gibt es auch da. Und das hat eben dazu geführt, dass da auch ein Standing entstanden ist. Okay. Ergänzungen noch von den anderen beiden zu dem Thema Personalentwicklung, Personalstruktur? Frau Staude, Sie haben das Mikro angemacht. Ja, danke schön. Also ich glaube, Sie haben es ja am Anfang schon gesagt, Herr Paul, ne, die grundsätzliche Wertschätzung von Lehre ist in Holland einfach auch eine andere. Und das ist natürlich auch etwas, was Sie an einer Hochschule alleine gar nicht schaffen zu ändern. Sondern das ist ein langer Prozess, der ja, sage ich jetzt mal, eigentlich mit QPL schon angestoßen wurde und immer noch auf einem langen Weg geht, auch wenn ich das Gefühl habe, auch an den Universitäten kommt da langsam auch mehr an, was Wertschätzung an Lehre angeht. Da haben wir, glaube ich, an Hochschulen für angewandte Wissenschaften dieses Problem nicht so stark. Jetzt sind wir eine sehr junge Hochschule. Uns gibt es ja erst seit 11 Jahren. Wir haben sowieso nochmal eine andere Art von ProfessorInnenschaft an der Stelle, glaube ich. Aber zu dem Thema Personalentwicklung würde ich auch sagen, dass wir an der Stelle auch, wie gesagt, gucken müssen, welche Personen sind in unseren Supportstrukturen, wie sind die ausgebildet, wie schaffen wir es zum Beispiel, IT-affine und didaktikaffine Personen zusammenzubringen. Also eine Hochschuldidaktikerin ist was anderes als ein IT-Techniker oder ein Medientechniker. Die müssen aber nachher zusammenarbeiten und die sprechen vollkommen unterschiedliche Sprachen und dann nochmal eine ganz andere Sprache als die Lehrperson, die sie unterstützen müssen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt von Personalentwicklung, damit das Ganze funktioniert. Und das ist auch ein Thema, was uns als Hochschule tatsächlich beschäftigt, wie wir diesen Schulterschluss gut hinkriegen, dieser drei Akteure, Lehrende, Studierende auch noch, das kommt auch noch natürlich dazu, Lehrende, Studierende, Hochschuldidaktik, IT-Technik. Herr Jolie.
In der Tat ist, ich meine, ich weiß nicht, ob es eine neue Personalkategorie ist, aber das ist tatsächlich diese Schnittstellenarbeit, also diese Koordinationsstelle. Das war für uns jetzt auch die Lehre eigentlich aus der Corona-Zeit. Also wir waren auf dem Sprung und dann haben wir es sofort umgesetzt, sozusagen eine Schnittstelle, ein Schnittstellennetzwerk, aber es auch zu institutionalisieren, wo genau diese Leute alltäglich zusammenarbeiten. Also die IT-Systemadministratoren, Hochschuldidaktikerinnen und die Leute, die für die Lehrverwandlung, die LMS und Campus-Management-Systeme und so weiter machen und aus der Lehre wirklich kommen. Das ist schwierig, denn deshalb schwierig, das zu entwickeln, und man kann es immer nur versuchen, anfanghaft dann weiter aufzubauen, denn ich meine, Sie müssen ja die neuen Personalkategorien herhaben, und was die politische Forderung oder die Forderung, die an uns gestellt wird, ist natürlich, wir müssen die Lehrkapazitäten, Lehrressourcen haben, man kann das Geld nur einmal ausgeben, alles, was man sozusagen umschichtet, hieß ja, den Fakultäten selbst oder etc. in die Zentrale ziehen, da die Personaldecke aufstocken, IT-Lern, kriegen Sie mal gute IT-Administratorinnen, Administratoren zu den Gehaltstabellen, die uns ja vorgegeben sind als öffentliche Universität, die kriegen Sie vielleicht gar nicht. Und so, wie schaffen Sie es, das tatsächlich auszubauen, von dem wir alle gelernt haben, wie wichtig es ist, dass es ein Rückgrat, eine Lebensader von Universität ist, ein gutes Support, dienstleistungsorientierte Rechenzentreneinheiten zu haben, die Sie vorher gar nicht so sein mussten im Sinne für die Lehre, und zugleich eigentlich kaum die Mittel zu haben, das zu tun, ohne zugleich, Sie können sagen, Sie nehmen sie aus den Fächern raus und dann senken die aber Studierendenzahlen, das ist das Letzte, was die Politik will. Das ist ein Balance-Spiel einfach, und da sind wir, glaube ich, alle ganz gut dabei. Wir müssen sehr individuell sehen, wie wir diese Gratwanderung hinkriegen. Okay, herzlichen Dank. Wir haben bis 13.05 Uhr, also noch 5 Minuten. Ich will einen Aspekt unbedingt noch ansprechen, den Herr Friedrich auch gerade genannt hat, nochmal als Erweiterung der Perspektive. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über die Lehre gesprochen, und eine der Fragen, die gerade kamen, war ja auch, ist Blended University, wenn wir den Begriff mal akzeptieren, ist das nicht auch noch mehr? Also gibt es da nicht mehr Aspekte als Lehre? Ich sag mal, es wird diskutiert über Blended Governance. Ja, also vollziehen sich Governance-Prozesse in so einer gemischten Form. Es gibt inzwischen ja auch Blended Mobility im internationalen Kontext, dass man hier Präsenz und Online-Dinge mischt. Es ist natürlich auch die Forschung angesprochen. Also wie sehen Sie das? Gibt's da nicht noch eine erweiterte Perspektive, wo wir immer diese Frage Präsenz online, wie mischen wir, wie gestalten wir, durchdenken muss, auch jenseits des Lernens? Ist das was für Sie als Hochschulleitung eine Rolle spielt? Also denken Sie diese Frage Einsatz digitaler Methoden und Medien, denken Sie das ganzheitlich über Lehre, Forschung, Governance, Internationalität, regionale Zusammenarbeit, was auch immer Ihre Mission ist, denken Sie das so breit auch und machen Sie dafür was? Ja, also ich meine, in Maastricht haben wir angeführt, es gibt 3 Dinge, die für uns wichtig sind. Forschung, Lehre und ich nenne es mal Citizenship, Bürgertum. Wir bilden ja Menschen aus, um nach eine Rolle auszuüben in einer Gesellschaft, die zunehmend digitalisiert ist. Und da geht es nicht nur um das Lernen von Techniken, sondern auch darum, was die Herausforderungen dieser neuen Technologie sind, ethisch, juristisch, was bedeutet das für alle Disziplinen. Das ist, glaube ich, das, was wir auch vermitteln müssen an Universitäten, in der ganzen Breite. Absolut, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, finde ich, dass wir es ja auch leben müssen. Man kann ja nicht sagen, wir bereiten die Leute auf die digitale Zukunft vor, aber den Antrag auf, weiß ich auch nicht, Beurlaubung, Wiedereinschreibung, den Nachteilsausgleich etc. etc. alles in dreifacher Form in Papier bitte einreichen. So ein bisschen wie die ersten Anträge für die Innovationen in der Hochschullehre, die wir hier beim Land NRW vierfach gedruckt postalisch abliefern mussten. Das ist doch einfach skurril. Also wir müssen es doch auch vorleben. Und auch da müssen wir uns doch, finde ich, im Vorleben genau die gleichen Fragen stellen. Welche Besprechungen müssen auch mal persönlich in Präsenz stattfinden? Wie viel Begegnungsraum auch für die Beschäftigten untereinander brauchen wir an der Hochschule? Und wo nutzen wir die digitalen Tools, um unseren Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen, Familienarbeit zu vereinbaren, weniger Mobilität auf die Straßen zu bringen, etc.? Das sind ja auch, wir haben ja die gleichen Fragen in der Zusammenarbeit, auch in der Forschung, auch gerade mit überregionalen Forschungskooperationen, wie wir sie auch in der Lehre haben. Und ich
da kann man vielleicht, und wenn ich jetzt auf meine Rolle als Hochschulleitung schaue, da würde ich vielleicht eine Haltung formulieren, die, sagen wir mal, die vielleicht auch so ein bisschen die Werte unserer Hochschule transportiert, ne? Wie wir grundsätzlich dazu stehen, aber letztlich im Doing ist da auch ganz viel Aushandlungsprozess auf jeder einzelnen Ebene und man muss es den Leuten auch zugestehen, man muss es auch von ihnen einfordern, diese Aushandlung auch auf ihrer Ebene zu machen. Herr Jolie. Wenn ich noch mal ein letztes Wort dazu sagen könnte, ich glaube, dass die Zukunft auch bei Hochschulen ganz stark in der Kollaboration auch liegt, in den Arbeiten in Verbünden. Da wir behalten unsere Profile, wir bleiben unsere jeweils profilierten Hochschulen mit unseren Spezialitäten, arbeiten in Verbünden. In Mainz zum Beispiel, wir haben Rhein-Main University verbunden mit Darmstadt und Frankfurt. Wir sind auch, genau wie Maastricht, eine der koordinierenden European Universities. Da haben wir in Corona gelernt, dass wir genau das machen sollten, von der Lehre ausgehend, aber auch unser administratives Personal, natürlich auch Forschung anregen, ja, in dieser European University, alles mit dem Kern Lehre, alles Kern sehr studierendenzentriert. Und das ist genau der richtige Weg. Man merkt sofort, dass es nur so gehen kann. Es kann nicht gehen, dass wir nur Lehrer isolieren. Wir müssen das ganze Personal inklusive der Verwaltung, inklusive dann daraus entwickelt sich dann Forschung im besten Sinne auch hoffentlich, das alles mitnehmen. Das ist vollkommen richtig. Okay, herzlichen Dank. Wir sind an der Zeitgrenze. Von jedem von Ihnen ein Schlusssatz, und zwar indem Sie einen Satz, den ich anfange, beenden. Ich fange an mit Herrn Jolie. Nach der heutigen Diskussion habe ich für unser Mainzer Konzept des Blended gelernt, dass der Weg zur Profilbildung und Ausdifferenzierung zwischen unseren ganz verschiedenen hochschulischen Typen ein wichtiger ist. Ja. Herr Paul, die wichtigste Eigenschaft einer Hochschulleitung für die gelungene Umsetzung der Blended University ist? Den Dialog mit Studierenden und Lehrenden zu führen, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen. An Frau Staude, ich wünsche Herrn Paul einen guten Start als Kollege in Nordrhein-Westfalen an der Blended Ruhr University in Bochum, der vor allem geprägt sein wird von guten, konstruktiven, aber auch kritischen Diskussionen, bei denen wirklich alle Fachbereiche mitdiskutieren. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich. Ich glaube, wir haben 196 Teilnehmer im Peak erreicht, nicht ganz die 200 geknackt, aber viele Leute haben zugehört. Ganz herzlichen Dank an die drei Diskutantinnen. Herzlichen Dank an die Zuhörerinnen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Viel Spaß weiterhin beim University Future Festival und bei allen Diskussionen. Tschüss, bis bald. Dankeschön. Tschüss.